Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Das klappt eigentlich auch ganz gut. Oh Gott sei Dank, wir haben es geschafft. Ja, das mit Blitz war eine gute Idee. Ja. Oh, oh, apropos Blitz. Das ist... Oh, komm schon. Steckt voller Anspielungen. Ja, aber hallo. Risikun Khan, era mehr Blodgeman Dedere. Hera null Uzefara back attack. Uzefara. Errungenschaft freigeschaltet. Was leuchtet da so grün? Keine Ahnung. Uranium? Kryptonit im Keller. Level geschafft. Level geschafft. Wollen wir dann eben einen Robentausch vollführen vielleicht? Ja, können wir machen. Gute Idee. Dann können wir das nämlich... Ich habe jetzt erst gerafft, wofür diese Roben überhaupt sind. Dann kann man das jetzt etwas strategischer wählen. Weil letztes Mal hatte ich einfach die epische Robe. Hat sich gut angehört, hat gut funktioniert. Mhm. Ja. Jedenfalls irgendwas, was nicht immun ist. Ja, oder... ja, kommt drauf an. Zumindest nicht immun gegen Leben. Wäre ganz praktisch. Ach, das zeige ich dir noch. Das ist Sparta! Wie gut ist das denn, ey? Stell dich mal ins Loch, bitte. Wieso? Wieso? Oh, bei dir geht das nicht. Wieso geht das bei dir nicht? Los, komm. Komm. Ich kann dich mit Wasser töten. Oh. Ich kann da... Wo komme ich da wieder raus? Im Tod. Ach so. So, dann willkommen zurück zu Magicka. Die zwei Zauberlehrlinge sind wieder dabei, Unheil in die Welt zu bringen. Oder wie war das? Unheil ist auf jeden Fall schon mal gut. An meiner Seite wieder der Alex alias XDQM-Hose. Hallihallo. Und ich bin der Valvorik. Wir sind wieder bei Let's Fail. Ich bin diesmal in der Star Trek-Grube. Wollte gerade sagen, passend zu deinem Namen hat er ja auch dieses V-Zeichen. Ich bin mir sicher, das heißt was anderes, aber ich muss mich als Star Trek-Nicht-Kenner outen hier. Oder als Nicht-Viel-Gucker, sage ich mal. Star Trek-Nicht-Viel-Gucker. Ja. Komplizierter konnte ich es leider nicht ausdrücken. Strahlzauber können gekreuzt werden. Ja, genau. Da müssen wir vielleicht noch mal ein bisschen mit rumexperimentieren und üben, bevor wir das im Kampf gut einsetzen können. Probieren wir es mal an dem hier. Okay, warte. Also jeder lädt seinen... Warte mal. Boah, ja? Guck mal, wie schnell ich bin. No, Alter, ist das cool. Warte mal. Was kann ich denn jetzt damit machen? Ach, wie cool. Warte mal. Ja. Auf drei. Ey. Oh. So, da. Ja, passt. Ja. Dann los. Ist der größer geworden? Ja. Warte mal, da sind noch mehr komische Zivilisten, die können wir alle umbringen. Oh, weißt du, was ich jetzt wieder super finde? Dann steig mal ein in den Strahl. Ich kann mich heilen, ha. Wir können noch einen Heilstrahl kombinieren. Huch. Oh. Klappt das mit W? Ach so, warte mal, jetzt bist du auch weh. Was war das? Das war knapp. So. Knapp am Loch vorbei. Wie wir immer so richtig unkoordiniert sind. Sobald der eine aufhört, fängt der andere an. Naja, das sah witzig aus. Egal, wir haben auf jeden Fall jetzt volles Leben, ich würde sagen. So, strahl mal den Typen da an. Den, ne? Ja. Ja, siehst du das, wie der einen Strahl formt? Der, was kann man denn noch strahlen? Auch. Lass mal RS. Mach mal W. Oder so, ja. Ach, schade. Lass mal A und S als Strahl machen. A und S? Ja, und dann die kreuzen. Ja. So, und jetzt zu ihm rüber. Ah, mein Strahl hängt sich da auf. Warte, ich strahl mal von hier unten. Ja. Oh, der gefällt mir auch gut.
Hier unten sitzen noch zwei. Wollen wir die auch noch umbringen, oder? Ich bin aus dem Hinterhalt ganz fies. Warum sind hier eigentlich alle tot? Kann ich gar nicht verstehen. Oh, der gefällt mir, der ist so schön schnell. Aber ich wette, damit renne ich wahrscheinlich die ganze Zeit eh nur weg. Was macht der? Warte mal, bleib mal stehen. Okay. Ja, ich zeige euch gleich mal, was der kann. Typ 2 Phaser. Und ein Duellstab. Autsch. Ach, ich kotze mich aus. Ah, okay. So ist das. Ah, genau, die habe ich gesucht. Oh, Gott sei Dank funktionieren die hier, ey. Ich habe dich geheilt, aber langsam gemacht. Guck mal, wie schnell ich bin. Guck mal, wie schnell ich bin. Guck mal, wie schnell ich bin. Ach, du bringst mich immer zum Kotzen mit deinen... Mit deinen Pfeilen. Pfeilen. Wie die haben ich irgendwie Gift. Sag mal. Wie zum Geier... Ich vergesse immer, wie ich das auf dem Boden, diese Heilbomben mache. Genau die. WE? Ja. Ach, nur WE. Mhm. Nicht SE. Oh. Wie er vom Zelt runterspringt und stirbt. Oh Mann. Ich fand, das war kein produktiver, aber ein lustiger Anfang für diesen Teil. Zu Gast bei Let's Fail. Ja, ja. Und wir können oder wieder Leonidas spielen. Wir sollten es umbenennen in Let's Verreck oder sowas. Wie killen wir denn diesmal? Oh, gute Idee, warte mal, wie machen wir das? Oder lass mal beide so einen Stein komplett aufladen und dann lassen wir gleichzeitig los. 1, 2, 3. Yay! Hoffentlich sterben wir oft in diesem Level, damit wir das ganz oft machen können. Nein, warte mal. WE und dann auf dem Boden. Ach so. Nee, WE und dann auf dem Boden. Sag mal! Ah, Mist. Hey. Ah, da sind sie. Oh. Und verschwunden. Ah, sehr schön. Na gut, wollen wir uns mal storymäßig durch die heilige Mutter Maria Josef. Das sieht spannend aus. Vlad. Guck mal, wer da ist. Der hat auch immer wieder was Neues, Tuntiges an. Ja, irgendwie schon, ne? Das ist heutzutage so bei den Vampiren. Das trägt man heutzutage so. Hauptmann sowieso hat... Oh, war das der Hauptmann, den wir das letzte Mal gekillt haben? Gute Frage. Aber das klingt... Ach nein, doch. Das ist der so Dicke war der Hauptmann. Oh, ich darf jetzt nicht mehr... Wieder eine Anspielung. Ah, herrlich. Ich darf jetzt nicht mehr so viel mit dem, hey. Oh. Ich schleuder XDQM-Hose in die Meute. Vielleicht ist es auch eine gute Waffe. Ich habe mich gerade selbst umgebracht. Diesmal war es nicht ich. Ja, das habe ich Oh, cool. Zeitzerrung. R und W. So. Ruhe mal. Hey. Wieso kann ich keine Zauber wirken? Ach so, ich kann mich nicht mehr mit Blitz heilen. So ging das genau. Das fehlt mir irgendwie. Wieso kann ich diesen blöden Zeitzerrung-Zauber nicht machen? Ach so, weil ich ihn falsch mache. Lecker. Sind gerade alle langsamer geworden? Ja. Oh, ich habe gerade den... Oh, verdammt, ich habe gerade den Hauptmann getötet. Du hast die Zeit angehalten. Oh, der ist aber voll nützlich, finde ich. Kommt mir vor wie der Leck der Hölle. Oh, warte mal. Warte, bleib mal stehen. Ja. Uff. Das war ein Heilstein. Aber er klappt irgendwie nicht so ganz. Ich darf nicht Arkan benutzen hier. Irgendwie habe ich das Gefühl. Oh. Ja, ich sollte, wenn du mich heilen willst. Oh, mit Blitz geht das. Oh toll, ich bin in diese komischen Dinger gerannt. Achso, wieso heil ich ihn? Was habe ich denn eben die ganze Zeit benutzt? Achso, ja, stimmt ja. Mach deinen Stein und lad den auf. Der ist schön langsam gerade.
Nochmal. Ich habe das Gefühl, mit diesem Ofenrohr hat er was nicht Nettes vor. Das möchte ich noch auskosten. Oh, Gott sei Dank. Die Nase hat er gerade seine Arme verloren? Ach nee, doch nicht. Jetzt. Ey, boah, ich brauch Wasser. Oh. Diese Banditenrobe stirbt so schnell. Wasser. Das sieht aus wie ein Staubsauger. Kennst du diese Werbung von dem H2O-Mob? Nee. Das ist irgendwie so ein Dampfstaubsaugreiniger-Dings. Und genauso sieht das aus, wie wenn du dein Wasser sprühst. Was genau machst du? Das sieht immer unheimlich aus, wenn bei dir mehr als ein Element um dich rumfliegt. Nein. Okay, wo müssen wir lang? Ich lauf mal hier ein bisschen durch. So. Das könnte nur ein bisschen dauern, bis ich komme. Uba. Oh, toll. Ach, lass mal die Büsche bewegen sich. Was zum... Ach so, da sind Goblins unter den Büschen. Oh. Ich bin tot. Ja, das klappt schon mal ziemlich gut, finde ich. Ja, weißt du, diese Idee, vielleicht sollten wir ein Special machen und einfach mal ein paar Roben ausprobieren, bis wir die rausfinden, die nicht scheiße sind. Nein, Blitz heilt uns nicht. Ja, das ist mir dann auch wieder eingefallen. So. Achso, ich bin... Ja, ich glaube, ich muss hier weglaufen immer. Ich glaube, ich muss einfach nur die. Die ganze Meute auf mich ziehen und ich sehe gerade nicht, wo ich bin. Weil dieser komische Typ ist hinter mir her. Oh. Ja, ich weiß, halt dich nicht mehr. Wo ist denn dieser andere Typ? Da war doch eben noch. Ah, da ist der Clown. Ich komme mir so unendlich langsam vor. Weil ich so schnell bin, ne? Boah. Der mit seinem Fleischermesser. Oh. Schluss damit, lustig. Oh, das war Glück. Das war so knapp. Was machst du da oben? Ich renn vor dem weg. Hallo. In irgendeine Bombe musst du doch mal laufen. Ja, gleich in mehrere, auch schön. Cool, Tannenbaum. Wie er da oben steht. Und runterfliegt. Das sieht total lustig aus. Oh, das ist schön. Apropos schön. Kannst du mich kurz wiederbeleben? Oh. Ja, ich bin ja zum Glück schnell. Nein. Danke. Ja genau, das ist eine gute Idee. Oh, warum hatten wir so viel Leben? Genau vorbeigefallen. Okay. Eis-Blitz ist eigentlich eine geile Kombination, weil das die Gegner zweifach lähmt irgendwie, also verlangsamt. Der Blitz hält die so irgendwie in so einer Starre und danach sind die sowieso langsamer wegen Eis. Dim. Ah. Man kann das auch gleich kombinieren. Eis und Blitz. Q-R-A. So, was gibt's noch Schönes? Ist zwar ein bisschen langweilig, aber machen wir das auch. Wieso kotzen die, wenn ich die anschieße? Ja, weil du diese Waffe hast, die Leute zum Kotzen bringt, die ich auch echt zum Kotzen bringe. Kotzpistole. Mach mal Blitz. Mal, kommen die Dinger von Halo oder so? Stimmt ja. Yes. Wieso bin ich gestorben? Weil es geregnet hat. Jetzt ernsthaft? Ja, auf Ansage. Ach, ist das schön. Hundred Ways to Kill Alex. Und in dem Moment sterbe ich. Ist das nicht wunderbar?
Ja. Das war ein fulminanter Abgang. Ja. Ich glaube, dieses Spiel wird entweder exorbitant schwerer oder die Ruben-Kombo, die wir am Anfang hatten, war einfach die beste. Ja, vor allem sollten wir nicht diese zwei Parts hintereinander aufnehmen, wo ich zuerst mit der Blitzrobe mich hält und dann nicht mehr.